Über Ideenmanagement erfahren Sie eine ganze Menge auf diesem Kanal über Details und Konzepte. Wo aber kann man sich mal wirklich informieren, wie so etwas in einem Unternehmen aussieht? Wo findet man Beispiele für Ideenmanagement in Unternehmen? Da möchte ich Ihnen heute ein paar Quellen vorstellen. Ich bin mir nicht sicher, wie das juristisch zu bewerten ist, deswegen steht hier irgendwo Werbung in der Ecke. Beginnen wir mit der ersten Quelle von 2001. Die gute Rosemarie Fiedler-Winter hat ein Sammelband mit Konzepten und dann eben mit Beispielen für das Ideenmanagement herausgegeben. Und dabei hat sie diese Unternehmen genannt und diese Unternehmen vorgestellt. Und auch das Ideenmanagement von diesen Unternehmen wird dort erwähnt. Also es ist ein ziemlich umfangreicher Band mit einer ganzen Menge von praktischen Beispielen zum Ideenmanagement. Ja, das Buch ist 2001 erschienen. Das heißt, wenn es um aktuelle Software oder aktuelles Steuerrecht geht, dann ist das vielleicht nicht die allerbeste Quelle. Aber ein Gutteil dessen, was im Ideenmanagement passiert, ist Menschen. Und die Menschen haben sich in den letzten 20 Jahren nicht so stark weiterentwickelt. Die weiteren Quellen werde ich jetzt in chronologischer Reihenfolge hier vorstellen. Als nächstes vom DIB eine Einführung mit einer Menge Konzepten und eben zwei Unternehmensbeispielen. Dann haben einige Kollegen und ich uns um das Ideenmanagement in der Lebensmittelindustrie gekümmert. Hier im ersten Band haben wir ein Betriebsbeispiel und im folgenden Band wurden es deutlich mehr. Beispiele sind offenbar etwas, was die Leser interessiert. 2019 haben Nils Landmann und ich ein Büchlein herausgegeben, darin eine ganze Reihe von nicht nur Konzepten, sondern auch Sichtweisen des Ideenmanagements von verschiedenen Interessengruppen, aber auch einige Unternehmensbeispiele finden Sie hier nebenan. Ein besonderes Unternehmen ist Toyota. Toyota ist sozusagen nicht ein Unternehmen, das ein Ideenmanagement hat, sondern Toyota ist ein Ideenmanagement, das als gesamte Firma so fungiert. Es gibt hierzu tatsächlich gute Literatur, leider meist nur auf Englisch. Und es gibt die Überlegung, das konzeptionell fortzuführen, zu packen, was dort gerade in der Interaktion auf dem Shopfloor passiert, wie also die Mitarbeiter dort konkret geführt werden. Das ist vielleicht nicht direkt in der heutigen deutschen Wirtschaft oder Behördenlandschaft umzusetzen, aber es ist auch nicht verkehrt, sich eine Idee zu entwickeln, was denn alles möglich wäre. Wenn Sie dieses Video 2022 oder später sehen, dann können Sie nochmal schauen, ob Nils Landmann und ich inzwischen den Nachfolgeband herausgegeben haben. Da ist etwas in Planung. Möglicherweise gibt es dort weitere Unternehmensbeispiele. Und das war jetzt ein kurzer Einblick ins Ideenmanagement. Ich verlinke Ihnen hier meine Playlist zum Ideenmanagement. Dort finden Sie weitere Informationen und ich freue mich, Sie bei Gelegenheit hier wiederzusehen.